Jetzt kommt ein Mann zu uns. Ich genieße eigentlich sämtliche Formate, die er moderiert, und es sind nicht wenige. Endlich mal einer, der was kann. Ja, ja? Das ist sehr ungewöhnlich in unserer Branche. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Er wurde vor 10 Tagen 40 Jahre Wahnsinn. Alt. Wahnsinn. Also 27 Jahre jünger als, 17 Jahre jünger als wir. Ja. Er wird schon noch sehen, wie es weitergeht. Man wird ihm seine gute Laune schon noch abräumen. Aber bis es soweit ist, bitte begrüßen Sie den sensationellen Entertainer und Supertypen Klaas Häufer-Umlauf. Dankeschön. Bitte nimm Platz. Es ist sehr schön, dass du hier bist, lieber Klaas. Und ich habe aus alter Gewohnheit habe ich gerade herzlich willkommen gesagt. Ja. Jetzt bin ich so rausgerutscht. Stimmt. Ist es angenehmer, Gast sein, oder ist es angenehmer, Gastgeber sein? Ne, Gast ist immer angenehmer, weil man ja nichts machen muss. Man muss ja bloß reagieren. Ich bin ja teilweise in meiner eigenen Sendung auch Gast. Und es ist immer schöner, wenn man so reagiert auf was auch immer. Das ist so richtig, da weiß man schon, da ist man in einer guten Pizzeria, wenn man solche Rotweingläser kriegt. Ne? Ja. stimmt gewartet, das, was ich so ansatzweise versucht habe zu sagen, dass die üblichen Verschleißerscheinungen eines TV-Entertainers-Moderators bei dir noch nicht sich eingeschlichen haben? Du bist immer noch mit der gleichen Freude an den Projekten? Ja, kann man so sagen, ja. Also es ist noch nicht so, dass ich mich jetzt komplett entwöhnt habe, was meinen eigenen Beruf anbetrifft. Ja, es macht mir irgendwie, auf irgendeine kuriose Art macht es mir noch Spaß, ja. Das ist ja natürlich, das ist auch clever gemacht bei Late Night Berlin gerade. Du hast sozusagen Formate innerhalb der Sendung entwickelt, die eine Vorbereitung gar nicht zulassen. Ich darf ein bisschen ausholen. Auch wir standen vor der Situation, dass wir alle Prominenten in Österreich durch hatten und auf die Familie zurückgreifen mussten, bis die auch tot waren. Ja. Bei Klaas, der ja noch viel jünger ist, ist es Gott sei Dank nicht so. Aber ist das nicht so in Österreich, dass wenn man praktisch in Ermangelung von echten Prominenten, dass wenn man eine große Familie hat, ist man bereits prominent selber, ne? Dass man von vielen Leuten gekannt wird, das reicht dann. Genau so ist es. Und dann kommt irgendwie heute AT und dann geht's los. Ja. Was hat sie dir geschenkt zum 40. Geburtstag, deine Mutter? Außerdem meine Mutter hat mir, was hat sie mir denn geschenkt? Ein Pullover. Ja, aber das ist aber so ein schöner Pullover. Das ist ein Muttergeschenk. Meine Mutter, normalen, eigenlosen Pullover. Meine Mutter hat mir auch immer Hemden und Pullover geschenkt, die ich aber nie anziehen würde. Ja. Ja, also immer was Buntes und so, rosa war auch ihre Liebe, wie deine Mutter offensichtlich gerne rosa trug. Ja. Oder trägt, die lebt ja noch, Gott sei Dank. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja keinen Kontakt. Ich denke, es geht aber gut. Aber du hättest es erfahren. Ja, vermutlich wäre es mir zugetragen worden über die Medien. Ja. Ja, wenn was Schlimmes passiert wäre. Über die Medien. Ja. Hätte die Bildzeitung angerufen. Gib die Mutter noch mal, schauen, was in der Bild steht. Probiert mich abzumelken, emotional. Und, hätte probiert, ob ich da irgendwas da noch hinzufügen kann. Nein, ich glaube, es geht dir gut. Die hat mir auch früher, ja, Klamotten war immer das Ding. Sie hat mir auch früher Klamotten geschenkt, die teuer und nicht so schön waren. Ja. Und mit denen man sich lächerlich gemacht hat, wenn man dann zur Prügelei die Jacke ausgezogen hat. Dann hatte man da so ein gesticktes Bärchen da vorne drauf oder so. Aber wie oft hast dich du geprügelt? Naja, wie gesagt, das hat sich dann erledigt. In so einem Moment, wo man sich als Gegner bereit macht, dann, dass der andere dann abwinkt, letztendlich ist eine Gewaltvermeidungsstrategie, solche Klamotten zu verschenken. Lieber Klaas, du bist ja nicht nur Moderator, du bist auch Schauspieler, Musiker. Ja, ich bin das alles, ja. Genau. Ein bisschen Wahrheit alles. Sehr guter Schauspieler. Ist die, auch, ja, bist du ein schlechter Schauspieler? Ich bin, glaube ich, kein Schauspieler. Du hast eine Serie gedreht, wo du einen fiktiven Ort geschrieben hast, der heißt Simmering. Ja, habe ich hier vom Autobahnschild. Ja, eben, du hast es ausgeschrieben. Ja. Das heißt, wegen unserem Simmering. Ja, aber ich dachte, das klingt wie so ein Egalort in NRW. Simmering klingt eigentlich wie ein Ort aus Nordrhein-Westfalen. Ja, aber und ich brauchte einen fiktiven Ort, den es nicht wirklich gibt. Es könnte auch ein US-amerikanischer Bandname sein. Simmering. Lieber Klaas, du bist wegen deinem privaten Glück öfters in Wien. Ja, das weiß ich. Richtig. Dürfte ich jetzt einen kleinen Wien-Test mit dir machen? Bist du Wien-tauglich? Ja oder nein? Stermann ist es nicht. Das hat er in den letzten 16 Jahren bewiesen. Nein! Aber ist es dein Blick auf Wien oder ist es Wien als objektive Sache? Nein, es ist ganz einfach. Ich konfrontiere dich mit Wiener Ausdrücken, Wiener Dialekt, und du sagst mir, ob du weißt, was es bedeutet. Oder vermutest, was es bedeuten könnte. Ja.
Was, bist nicht begeistert oder was? Doch, schon. Ich bin jetzt konzentriert. Schon. Okay. Entschuldigung, dass ich nicht genug Freude an den Tag lege für dein Spiel. Trink noch einen Schluck Wein, dann geht's los. Es dauert länger. Was heißt der Begriff? Ich bin Angestellter an der Sendung hier. Ich arbeite hier doch gar nicht. Ich bin doch der Gast. Ja, sollen wir es nicht machen? Darum kriegst du ja auch gratis Getränk. Dann machen wir den Scheiß nicht. Nein, jetzt mach das doch, deinen Scheiß. Ja, aber ich möchte schon... Das soll dir da helfen, wenn du das nächste Mal in Simmering bist, dass du weißt, bitte gerne diesen Test wie du beschimpft wirst. Ich kann gar nicht sagen, wie soll ich mich auf den Test freuen. Erste Frage. Mir geht es wahnsinnig auf den Nerven, dass du jetzt auch mir in den Rücken stellst. Nein, ich ja, mach das mit dem Casting-Test und jetzt wieder. Kann ich das vielleicht... Wir machen den Test sowieso. Ja, dann. Wie, aber erste... Soll deine Mutter anrufen, dass sie kommt und den scheiß Test macht? Eingangsfrage, wie gefällt dir... Mit neuem Pulli, Entschuldigung. Wie gefällt dir grundsätzlich Wien im Vergleich zu Berlin? Ja, ernsthafte schön. Antwort. Ich finde es eigentlich ganz schön. Also es ist genauso kaputt wie Berlin inhaltlich, aber von außen ist es schöner. Oh. Lieber Klaas, was bedeutet der Wiener Begriff Pappenschlosser? Was ist ein Pappenschlosser? Was ist ein Pappenschlosser? Ist es einer, der praktisch dafür sorgt, dass man nicht mehr so viel redet? Also einer, der dir praktisch, wenn du zu viel laberst, dir aufs Maul haut sozusagen? Das würde ich dieser Berufsgruppe nicht unterstellen. Aber es ist warm. Pappen heißt doch den Mund. Mund, ne? Genau. Ja. Schloss, ach so, Zahnarzt. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Das ist eh ureinfach. Also. Sehr gut. Was ist ein Badewaschel? Ein was? Ein Badewaschel. Ein Badewaschel. Eine Badewanne oder so? Nee. Fast. Nein, eigentlich gar nicht. Ein Badewaschel. Erst, da ist... Nicht eine springen. Ach, den Bademeister? Ja. Sehr gut. Ja. Was ist... Das ist interessant. Stermann wusste es auch nicht, obwohl er schon seit 30 Jahren in Österreich lebt. Ja. Was sind Guckerschecken? Guckerschecken. Du hast zu liebe Guckerschecken. Du hast zu liebe Guckerschecken. Vielleicht Augenlider? Nein. Was könnte das sein? du hast so quasi Hühneraugenlider. Hast du schon mal gehört, dass jemand sagt, hast du Augenlider? Guckerschecken. Ja, hast du schöne Augenlider? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Guckerschecken. Die Guckerschecken, Sommersprossen. Ja! Schon wieder. Ja. Immer in der zweiten Antwort ist es da. Zwei noch, was ist, wenn man Hockenstart ist? Hockenstart. Der Winterscheid ist jetzt Hockenstart. Was könnte das heißen? Der Winterscheid ist Hockenstart in der Privatinsolvenz? Nein. Naja. Was könnte das heißen? Naja. Ich weiß nicht. Arbeitslos, ja. Also ja, schon. Kein Hocken mehr. Ja. Hockenstart, okay. Ja. Ja. Letzter Begriff. Aber eigentlich klingt das auch wie ein Name bei Loriot, oder? Herr Hockenstedt. Ja, genau. Hockenstedt klingt eigentlich saturiert. Klingt ja, gut. Voll, ja. Jetzt ein Begriff, den ich hat's auch geschafft, nicht kannte. Ein Mathematiklehrer. Und auch die Wiener in der Redaktion nicht kannten. Was ist eine Randsteinhummel? Viele dachten Prostituierte. Ja. Ist aber nicht. Eigentlich alle in der Redaktion dachten, das heißt Prostituierte. Weil man es verwechselt mit Randsteinschwallhummel. Ja. Randsteinhummel. Alter Wiener Begriff, die Rammsteinhummel. Man kommt nicht Rammsteinhummel, das ist mehr ja. Rammsteinhummel ist, genau, gibt's, haben sich mehrere solidarisiert mittlerweile, ja. Rammsteinhummel. Rammstein. Du wirst nicht draufkommen. Es ist ein Moped, Mofa. Ein Mofa, ja, nee, ja. Der hätte ich nicht. Nee, Rammsteinhummel. Nee. Aber wenn man's weiß, weiß man's, ne? Ja, dann hat man das sich sozusagen gemerkt. Aber wachsen deine Kinder zweisprachig auf? Also ich tue alles, ich unternehme alles, dass es nicht passiert. Ja. Klaas, du hast gesagt, du bist jetzt 40 geworden und hast, glaube ich, in einem Interview gesagt, du wächst jetzt langsam in das Alter rein, das du in Wahrheit immer hattest. Ja, hast du dich immer schon als auch 18-, 19-Jähriger älter gefühlt als deine Freunde, die gleichen Alter waren? Ich finde es folgerichtig, dass ich 40 bin, ja. Genau, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie im Herzen war ich 45 schon immer und je näher ich daran rücke, desto eher fühle ich mich in meiner Mitte, ja. So ging es mir auch, als ich 40 war. Ja. Es geht aber dann um wurde ich 50. Es geht um ihn. Ja. Ich wollte ihn nur vorwarnen. Ja, wie ist das denn? Also kommt da jetzt noch viel? Also, da kommt überhaupt nichts mehr. Ist das denn? Da kommt dann nur noch irgendwas. Ganz immer so ein paar Wochen hat man das Gefühl, jetzt stimmt's. Ja. Dann stimmt's immer weniger. Aber so für das heißt, immer. Kurz immer steht man weniger. Oben auf dem Berg, schaut runter, alles ist herrlich und dann kommt der Abstieg. Ja, es ist nicht so? Mal mehr ein Berg, es ist so eine Art Halde.
ohne aber Aussicht. Wirst du auch einer sein, so wie Harald Schmidt und Stefan Raab, der sich damit 50 vielleicht komplett zurückzieht? Oder hast du ernsthaft die Frage jetzt? Ich weiß ja nicht, das ist ja, also Karrieren, wie ich sie habe, das ist ja auch bei Stefan und Harald auch durchaus unterschiedlich gelaufen. Also Karrieren, wie wir sie alle haben, werden ja selten freiwillig beendet. Ja. Insofern warte ich einfach drauf, was passiert. Ne? Also ich glaube, so zielgerichtet mich mit 50 zu verabschieden, das halte ich. Ich finde es immer gut. Guck mal, Thomas Gottschalk zum Beispiel, dem wird ja immer vorgeworfen, dass er sich jetzt aus dem würdevollen Abschied eigentlich, das hat er eigentlich nicht hinbekommen und so weiter. Und ich finde es dann schon auch immer interessant, dass er so die Dinge einfach zusammenfasst und er sagt, was habe ich denn davon, wenn ich würdevoll in Baden-Baden auf der Couch sitze und an die Wand starre? Was habe ich denn davon? Ja, mir macht es ja Spaß, ich möchte da ja hingehen. Was bringt es mir denn, wenn ich so weiß, ich bin so ganz würdevoll, spiele ich gar keine Rolle mehr? Ja, ganz kurz, weil ich es gerade hier sehe, zum ersten Mal stimmt es, dass Markus Lanz in seiner Talkshow eine Krawatte deines verstorbenen Opas getragen hat? Richtig, ja, korrekt. Weil meine Oma, die mit mir gemeinsam dann mal nach dem Tod meines Opas durch den Kleiderschrank gelaufen ist und gesagt hat, was willst du hier alles haben? Dann hatte ich meine drei Sachen ausgesucht und so weiter. Und da waren noch Krawatten über, habe ich gesagt, die brauche ich nicht. Und dann hat sie gesagt, aber du hast doch so viele Kollegen, die brauchen immer Krawatten. Zum Beispiel der Markus Lanz, der hat doch immer Krawatten. Wie kam die Krawatte dann? Du hast sie mir. Ja, meine Oma dachte, ja, wir sehen uns eh in der Kantine sozusagen. Und dann bring doch dem Markus Lanz die Krawatten mit. Ja, der kann doch die von dem Opa, die sind noch gut, die sehen schick aus. Und ich dachte mir, warum, man soll ja dann auch ältere Leute in diesem Zustand soll man ja ernst nehmen. Und dann habe ich dann gesagt, Oma, komm her, ich nehme sie mit. Und dann habe ich diese Krawatte bei Wetten, dass Markus gegeben, also, und habe gesagt, würdest du die tragen? Die ist noch gut, die ist von meinem Opa und so weiter. Die müssen wir ja nicht wegschmeißen. Du bist doch so ein Krawattentyp, habe ich gesagt. Und der hat Wort gehalten in seiner Sendung? Der hat Wort gehalten und hat sie dann danach getragen. Und da muss ich sagen, dafür mag ich ihn sehr. Ja. Deine Oma, habe ich gelesen, ist, wo wohnte die? Weil du hattest einen komischen Begriff für diesen Ort, wo sie herkommt. Also das war die andere, genau, die wohnte in Wilhelmshaven im Stadtteil Happens oder wie meine Schwester und ich gesagt haben, Shit Happens, ja. Und so ähnlich. So war das. Ja. Ich dachte, als Kind dachte ich, alle älteren Leute, alle Omas von allen Leuten wohnen in diesem Stadtteil. Und wenn man sich jetzt das so anschaut, hatte ich nicht so Unrecht. Das war schon eher eine Region, die von älteren Leuten bevölkert war. Ja. Deswegen ist da auch nicht mehr so viel los. Mein Lieber, wir sind in ein sehr enges Zeitkorsett gedrängt. Wir könnten natürlich... Aber ich möchte dich noch fragen, weil du weißt jetzt selber, du bist jetzt unser Stargast heute. Ja. Und das ist natürlich auch nicht so, aus deiner Sicht, natürlich ein Mittelgast. Ne? Weil du hast Tarantino und solche Leute. Du hast ja nur Will Smith und Smith kriegt man zum halben Preis mittlerweile. Wirklich? Ja. Was? Ja. Seitdem ist er also anfragbar. Aber Tarantino hat dich dann interviewt in der Sendung. Ja, das ist schon lange her. Genau, Tarantino hat mich zu seinem neuen Film interviewt. Am Ende hat er sich noch ein Autogramm geholt. Ja, das fand ich angemessen. Ja, das war in dieser Phase. Ich auch angemessen. Darf ich fragen, wie hoch das Budget ist von Late Night Berlin? Wie Produktionskosten? Gib mir den Zettel, ich schreibe dir das da auf. Ja. Ich schaue nicht hin. Ich besaufe mich vorher schon. Ja. Okay. Ach so, nur? Ja. Das tut mir leid. Wirklich? Ja, dann ziehe ich die Frage jetzt Will zurück. Will Smith ist ja wirklich gratis scheinbar. Ja, dann ziehe ich die Frage zurück. Abschlussfrage, mein Lieber. Du hast in Wahrheit, was das Fernsehen... Das ist eine Mappe, man hat wirklich das Gefühl, man bewirbt sich hier um einen Job bei dir. Abschlussfrage. Was muss ich jetzt morgen wiederkommen? Was ist der Begriff Abschlussfrage? So wenn das jetzt hier klappt, muss ich dann immer... Ja, mir geht die Lockerheit auf die Nerven, in der normalerweise gefragt wird. Abschlussfrage, dann Abmarsch. Das gefällt mir. Ja. Die Strenge. Ja, schon. Du bist ja auch ein Freund der Strenge. Absolut. Der Abend ist, wie unser Freund Heinz immer sagt, der Abend ist in zwei Abschnitte eingeteilt. Abschnitt A und Abschnitt B. Gefällt mir sehr gut. Ja, genau, auch sehr gut. Und jetzt kommt gleich, der Abschnitt B naht schon. Für Abschnitt B muss ich da sitzen und dann kommt jemand. Eigentlich bist du schon bei Abschnitt C, ehrlich gesagt. Aber bitte, letzte Frage von Kollegen. Es ist wirklich super, dass du da bist. Nein, du hast in Wahrheit, was das Fernsehen betrifft, den Olympia reicht. Da kann nicht mehr kommen, oder? Oder, ja, aber das ist oder ja gibt auch, es da noch ein Mehr? Kann sich Klaas mal für Umlauf vorstellen, sozusagen das Feld des Entertainments sogar zu verlassen, weil du engagierst dich auch sehr politisch und sehr sozial. Und Witz, das Feld des Witzes hinter dir zu lassen und vielleicht ein politischer Star. Ich glaube, dass die Wirkmacht des politischen Engagements immer wieder aufgefüllt werden muss durch Aufmerksamkeit, die man zu verteilen hat, die man ja nur bekommt, wenn man eigentlich was anderes macht. Das heißt, ich glaube, man muss, wenn man einen Honeypot hinstellt, muss man da zwischendurch auch wieder Honig reinkippen. Und das ist die andere Arbeit. Man darf also, glaube ich, man darf jetzt nicht denken, dass man wirklich was verändern könnte,
sondern ich kann immer nur ab und zu mal die Aufmerksamkeit, die ich sinnloserweise manchmal habe, die kann ich umleiten auf andere Sachen, aber die muss ich mir dann auch wieder mit sinnlosem Kram erarbeiten zwischendurch. Und das ist die sogenannte Unterhaltung. Besser hätte ich selbst nicht antworten können. Ich danke dir vielmals. Ich darf dich bitten, dein Glas auszutrinken.